W1.3. Zeigen Sie rechnerisch, dass für den Flächeninhalt A der Trapeze A in B in C in D n in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte A n gilt. Der Flächeninhalt in Abhängigkeit von x ist gleich 0,5x² minus 5x plus 26. Als Teilergebnis haben wir noch die Länge der Strecke A in B n ist 0,25x² minus 2,5x plus 7. Also, hier steckt ja schon drin, man muss den Flächeninhalt A von der Trapeze berechnen. Also, was brauchen wir als erstes? Die Flächenformel eines Trapezes. Finden wir eine Formelsammlung und da heißt es 0,5 mal a plus c mal h. Überlegen, was kennen wir schon? 0,5 bleibt, a und c sind die zueinander parallelen Seiten. Schauen wir es uns hier nochmal an. Hier sehen wir sofort a2, b2 und d2, c2 sind parallel zueinander, also im allgemeinen Sinn an und bn liegt parallel zu cn, dn. Steht auch noch hier in der Aufgabe nochmal drin. Hier ist es zu finden. Also gilt ANBN plus CNDN mal H. Und die Höhe ist auch schon im 1.2 gegeben, nämlich mit 4 Längeneinheiten. Weiter wissen wir, die ANBN, okay, über die wissen wir noch nichts, aber die CNDN ist auch in der B1.2 gegeben, ist immer 6 Längeneinheiten lang und die Höhe haben wir schon rausgefunden. Was wir jetzt also brauchen, ist noch die Strecke ANBN. Sehen wir auch vielleicht hier im Teilergebnis, dass die schon hier vorhanden ist. Also gilt es auch, die müssen wir ausrechnen. So, wie kriege ich jetzt die ANBN? Schaue ich wieder in meine Zeichnung rein. Ich nehme jetzt hier das orangene Trapez als Beispiel, um herauszufinden, wie es funktioniert. Wir sehen, ANBN ist im Prinzip hier zu finden, liegt parallel zur y-Achse und damit gilt ganz einfach y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Also parallel zur y-Achse, y-Koordinaten voneinander abziehen. Oben minus unten und Achtung jetzt nicht von B2 und A2, sondern von BN und AN, aber das ist auch kein Problem, weil die stehen ja schon hier oben. Einfach diese Terme benutzen. Also gilt, ANBN ist gleich y-Koordinate von BN, der obere Punkt, minus y-Koordinate von AN, das ist der untere Punkt. Y von BN waren minus 0,5x plus 5 minus und y von AN ist minus 0,25x² plus, doch plus 2x minus 2. Erster Schritt, Klammer auflösen. So, Minusklammer lösen wir auf, indem wir alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen. Also aus Minus wird Plus und aus Plus wird Minus. Heißt, minus 0,25x² sind plus 0,25x². Plus 2x werden zu minus 2x und minus 2 werden zu plus 2. Dann vereinfachen und zusammenfassen und auch sortieren. 0,25x², mit dem x² fängt man immer mal an. Dann haben wir hier minus 0,5x und minus 2x, das sind minus 2,5x und 5 und 2 sind plus 7. Vergleichen wir es mit unserem Teilergebnis, das hier steht, 0,25x² minus 2,5x plus 7. Passt perfekt. Müssen wir nur noch hier in unsere Flächenformel einsetzen. Dann gilt, Fläche Trapez ist gleich 0,5 mal große Klammer auf. Dann jetzt die Strecke ANBN, das waren hier diese 0,25x² minus 2,5x plus 7. Und jetzt noch der Rest hinten dran, nämlich die plus 6, Klammer zu, mal 4. So, wieder vereinfachen. 0,25x² minus 2,5x und jetzt 7 und 6 sind plus 13 mal 4. So, jetzt würde ich Ihnen empfehlen, die Faktoren links und rechts zusammenzuzählen. Hier erlaubt uns ja das Vertauschungsgesetz, das Kommutativgesetz in der Multiplikation. Also ich darf zuerst rechnen 0,5 mal 4. Also 2 mal 0,25x² minus 2,5x plus 13. Und jetzt sieht man schon, das macht die Sache ganz einfach.
Faktor vor der Klammer mit jedem Summanden einmal multipliziert, sind 2 mal 0,25 sind 0,5x². Dann 2 mal minus 2,5 sind minus 5x und 2 mal 13 sind plus 26. Machen wir noch eine Flächeneinheit dahinter. So, schauen wir oben nach, ob es stimmt. Ein bisschen kleiner. Hier haben wir minus 0,5x² passt, minus 5x plus 26. Haben wir also richtig gerechnet, damit haben wir den Flächeneinheitenabhängigkeit von x berechnet und wir sind fertig.